Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet mit Julian Schlichting. Ja, herzlich willkommen. Es geht wieder los. Hier ist der Auftakt der neuen Folgen Sprechplanet. Am 16.04.2016 beginnen wir eine neue Saison und das direkt mit einem sehr großen Kaliber. Ich freue mich auf Dieter Thomas Heck. Er wird gleich live zugeschaltet sein aus seinem Privathaus in Spanien, denn dort wohnt er inzwischen, wird nächstes Jahr 80 Jahre alt, ist einer der wirklich großen Moderatoren unserer Zeit. Den kennt wirklich jeder. Für mich eine unglaublich große Ehre, jetzt mit ihm sprechen zu dürfen, dass er hier bei unserem kleinen Sprechplanet mitmacht. Und ich hoffe, dass auch alles funktioniert. Wir telefonieren nämlich jetzt in spanischem Mobilfunknetz. Ich hoffe, dass es technisch funktioniert, inhaltlich funktioniert, dass man alles verstehen kann und, oder. Wir probieren das jetzt einfach mal. Dieter Thomas Heck live im Sprechplanet. Ich bin wirklich gespannt und aufgeregt und freue mich sehr. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir Dieter Thomas Heck am Telefon. Herzlich willkommen. Und ich bedanke mich. Ich habe es Ihnen eben schon gesagt, Sie sind für mich einer der wirklich großen deutschen Fernsehmoderatoren. Sie werden nächstes Jahr 80 Jahre, haben eine unglaubliche Karriere hingelegt, eine Biografie haben Sie auch vor ein paar Jahren veröffentlicht. Jetzt hört man hier in Deutschland nicht mehr so viel von Ihnen. Verständlicherweise haben Sie sich zurückgezogen. Daher erstmal die simple Frage, wie geht's Ihnen? Es geht mir gut, ich fühle mich wohl. Und wir haben hier eine wunderschöne Ecke gefunden in Spanien. Das ist keine Urlaubsecke, das ist kein Mallorca, das ist Agilas, ein kleiner Ort auf dem Festland. Vermissen Sie Deutschland und das Fernsehen oder ist das inzwischen für Sie komplett in Ordnung, dass es zu Ende ist? Nein, ich vermisse höchstens Deutschland, weil ich Deutschland sehr liebe und ich liebe vor allem Fußball. Und ich komme nie dazu, zum Fußball zu gehen. Mein HSV spielt. Und ich gucke den Fernsehen an. Das ärgert mich. Aber Sie mich verfolgen immer. Das noch alles. Aber das ist faszinierend. Das eine, was du willst, das andere, was du musst. Aber Sie verfolgen schon noch, was so in Deutschland passiert. Ja, aber natürlich. Ich lese auch jeden Tag Bildzeitung. Okay. Auch wenn das für Sie vielleicht etwas Furchtbares ist. Aber da habe ich für wenig Geld eine Menge Informationen. Ja, das ist richtig. Ich habe mir gestern mal Ihre Homepage angeschaut. Da steht drauf, dass Sie schon als Schüler außerordentliches Interesse am Rundfunk hatten. Wie sah das Interesse damals zu der Zeit aus? Haben Sie da jeden Tag vom Radio gesessen? Nee. Also das hat irgendein Journalist erfunden. Ich habe auch nie gesagt, ich habe als Kind schon oder als kleiner Junge mich schon für das Radio interessiert. Das stimmt nicht. Ich habe später, nachdem ich es gemacht habe, habe ich erst mal gesagt, das ist eine tolle Geschichte, das möchte ich mal machen. Aber das kam viel später. Interessant. Also angefangen hat das Ganze bei Peter Frankenfeld, das ist ja bekannt, dann haben Sie lange vom Radio gearbeitet, waren der Disc-Jockey ohne Namen. Erinnern Sie sich noch oft an diese Zeit zurück? Ja, natürlich. Disc-Jockey ohne Namen, der suchte einen Namen und der fand dann ja auch einen, nämlich Thomas. Und inzwischen kennt diesen Namen ganz Deutschland. Werden Sie noch oft angesprochen? Kommt das auch in Spanien vor, dass die Leute auf Sie zukommen und Sie direkt umarmen wollen? Ja, das kommt vor. Das ist gerade jetzt vor 2 Tagen passiert. Da hat mir eine Frau mit Tränen in den Augen einen Schutzengel geschenkt, den sie in der Tasche hatte. Der hat sie ausgepackt und mir geschenkt und gesagt, er soll Ihnen und Ihrer Frau immer Glück bringen. Und den habe ich jetzt auf dem Schrank in der Küche stehen. Ja, ZDF-Hitparade hat eben damals jeder geguckt. Über 25 Millionen Zuschauer, das gibt's heute so gar nicht mehr. Was hat das, als jetzt die Hitparade so in den größten Zeiten, in den 70er Jahren, dastand? Was hat das aus Ihnen gemacht, auch diese immense Popularität und die Beliebtheit, weil ganz Deutschland ja Sie auch liebte? Wie war das für Sie? Ja, das war eine Sache, die eigentlich ganz normal kam. Ich habe deswegen auch nie irgendwie das Spinnen angefangen, weil ich gesagt habe, das ist nun mal so. Und das war auch so. Ich habe also viele Zuschauer kennengelernt, die mich auf der Straße ansprachen, im Zug, in der Bahn, ich weiß nicht wo, überall. Und kam und sagte, ich sehe Sie immer und sagen Sie mal, wie ist das und wer ist das und wie ist denn der und wie ist denn der. Das kam automatisch. Das war einfach so. Das hat man auch gar nicht als etwas Besonderes angesehen. Etwas, wo du dankbar sein musst, ja.
aber nichts etwas Besonderes. Okay, also es gehörte dazu, es war einfach nicht so zu vermeiden. Wie ist es, wenn man Sie fragt, was waren so Ihre Highlights? Kann man das sagen oder sollte man eher fragen, so welche Jahre waren die schönsten für Sie? Ja, da würde ich gar keine Antwort wissen sofort. Da müsste ich furchtbar lange überlegen und Sie bitten, nochmal in 14 Tagen anzurufen. Da würde ich mich überlegen zwischendurch. Das wüsste ich nicht. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, was waren nun die besonderen Jahre. Das waren ja die ganze Zeit, waren es ja unglaublich erfolgreiche Sachen, die ich gemacht habe. Das hat mich immer sehr glücklich gemacht, aber nicht verrückt gemacht oder stolz gemacht oder stolz geschwellter Brust über sowas weggegangen. Nein, ich habe das ganz normal gemacht und habe meinen Job gemacht und habe den pünktlich und zuverlässig gemacht, so wie es sich gehörte. Es werden immer noch Sendungen von Ihnen in den Spartenkanälen des ZDF wiederholt, wenn man sich das so anschaut und mit heute vergleicht. Jeden Tag, das ist das Unglaubliche. Ich kann jeden Abend einschalten um 18.42 Uhr, dann kommt die Machen Sie das auch? Da sind wir jetzt bei Nummer 184 oder 140, ich weiß also es Sie verfolgen nicht das schon, dass das auch noch so wiederholt wird, das ist ja schön. Ja, natürlich. Ich habe die ja meistens damals gar nicht gesehen, es sei denn, ich hatte sie aufzeichnen lassen zu Hause und habe sie mir dann angeguckt. Aber so ist es auf jeden Fall natürlich ganz toll, sie frei Haus geliefert zu bekommen. Nur die zahlen ja nichts dafür. Das ist schon eine Sauerei, dass sie einfach sagen, ja, das ist ja zusätzlich und schätzen dann irgendeine Zuschauerzahl und die soll sehr gering sein. Weil ich nicht glaube, denn viel zu viele Menschen sprechen mich drauf an. Ja, wie ich jetzt auch. Also ich habe das auch schon oft gesehen, muss ich zugeben. Und ich habe immer das Gefühl, gerade bei Ihren Sendungen, dass Sie im Vergleich zu den Fernsehmoderatoren von heute, wie zum Beispiel Jörg Pilawa oder so, Sie waren viel mehr involviert in die Show. Sie haben das gelebt. Ist das schon so, dass Sie quasi wirklich jede Sendung inhaliert haben und nicht einfach bloß moderiert? Ich glaube ja. Das war schon inhaliert. Ja. Das ist ein guter Ausdruck dafür. Was auch auffällt, auch dass natürlich der Zeitgeist, das Publikum klatschte noch nicht immer so stark mit wie heute in den Sendungen. Es wirkt aber dadurch, muss ich sagen, auch ein Stück weit ehrlicher. Hatten Sie damals noch nicht so einen Klatscher und die Leute konnten quasi sich verhalten, wie sie wollten? Nee, hatten wir nie. Wir haben auch niemals am Anfang einklatschen lassen oder sowas, sondern das kam automatisch. Der erste Künstler hier ist Karel Gott. Dann kam der Applaus. Ja. Wie ist das denn mit diesen Kultsätzen entstanden, wie Sie die Sendung begonnen haben und dass Sie am Ende den Abspann vorgegeben? War das Ihre Idee, auch den Abspann dann so runter zu rattern? Das ist ja, das kennt ja jeder noch heute. Ja. Da sagt meine Frau immer noch, und du behauptest, du hast langsam gesprochen. Das haben wir damals, hatte der Druck Brands gesagt, und dann wirst du das Tempo machen, was du in der Hörfunksendung machst. Mhm. Denn da hast du auch nie Zeit, wenn die Sendung zu Ende ist, ist sie eben zu Ende. Und das wollen wir zeigen, dass das eben wirklich bis auf die letzte Sekunde geht. Und das haben wir geschafft. Jedes Mal, ne? Was besonders schön war damals, dass bei Ihnen die Künstler noch alle live gesungen haben. Gab es damals auch Interpreten, die davor Angst hatten? Oder war das bei Ihnen, sagen wir, selbstverständlich? Ja, die gab es auch. Da war zum Beispiel Didi Hallervorden und die Feddersen. Die kamen und ich freute mich darüber sehr, dass die da waren. Und dann sagte er, dann gib doch mal das Playback. Da sage ich, welches Playback soll ich euch geben? Wir haben kein Playback von euch. Ja, natürlich haben wir ein Playback. Da sage ich, wir haben also, was geben wir euch nicht? Denn hier wird live gesungen. Ja, das ist ja völlig undenkbar. Und nun kennst du ja unseren humorvollen Didi Hallervorden, der dann ganz sauer war und sagte, das wird Folgen nach sich ziehen. Da habe ich gesagt, du musst gar nicht drohen. Das ist ganz albern. Ich kann es nicht ändern. Ich will es auch nicht ändern. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir nach Hause. Und wir zahlen euch sogar den Rückflug. Also sind die nicht aufgetreten? Und das haben sie gemacht. Ja. Gab es da noch mehr solche Situationen, wo das so auf der Kippe stand, ob der nur auftritt oder nicht? Ja, die gab es immer wieder. Aber ich könnte jetzt keinen sagen. Es war typisch und auffällig, war es bei Hallervorden und bei Feddersen. Ja, wie heißt sie jetzt? Feddersen, die Jäger. Ein entzückendes Mädchen, die ich ungeheuer gemocht habe. Ich habe auch ihn sehr gemocht. Ich habe ihn auch als Schauspieler immer sehr bewundert. Da war er fabelhaft.
Aber wie er nun hier mal eine negative Antwort bekam, da war er gar nicht mehr so komisch. Das ist aber auch ein Phänomen, das in heutigen Musiksendungen, gibt ja nur noch sehr wenige, teilweise das auch gar nicht mehr versteckt wird, dass es Playback ist. Die Sänger kommen auch ohne Mikrofon auf die Bühne manchmal, dass man schon, dass wirklich jeder Zuschauer sofort merkt, dass es nicht live ist. Was halten Sie von solchen Auftritten? Ist ganz albern. Also entweder ist man live oder man macht das Halbplayback. Das ist eine vernünftige Geschichte. Aber so diese Mischmasch-Geschichte, dann gibt es ja auch viele Sendungen, da singen einige live und andere Richtig. Nicht. Das ist beim Fernsehgarten öfter so. Im Fernsehgarten wird das öfter gemacht oder auch bei Immer wieder Sonntags, da singen die einen live, die anderen nicht. Wobei mir da gesagt wurde, das hängt wohl mit der Vorbereitung zusammen, dass man nicht für jeden so ein Set da vorbereiten kann. Aber das. Also entweder mache ich das oder ich mache es nicht. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch heute ein paar Interviews von Ihnen gelesen und da betonen Sie immer wieder, dass Ihnen wichtig war, dass möglichst nur deutsche Songs gesungen wurden. Warum? Ja, das war ja. Das war die deutsche Hitparade, da kann ich nur Deutsch singen lassen. Als Sie weg waren, wurde es dann geändert, ne? Ja, das fand ich auch ganz albern. Da hat damals der Dr. Worms, das war ja unser Unterhaltungschef vorher, der wurde dann empfohlen, auf Anraten von Wolfgang Penck, dem vorigen Unterhaltungschef, und der sagte, du, der ist toll, ich sagte, das mag ja sein, aber der dann nun schon kommt und sagt, es wird nicht mehr Deutsch gesungen. Das finde ich schon völlig albern, aber das muss er wissen. Und da waren ja auch die Einschaltzahlen dementsprechend. Haben Sie die Sendung danach denn noch auch unter Uwe Hübner verfolgt? Ich habe sie mir angeguckt, natürlich. Das ist selbstverständlich. Guckt man sich das an und sagt, oh Gott, was hat man daraus gemacht? Also war für Sie das auch nicht überraschend, dass mal irgendwann dann vorbei war? Nee, eigentlich nicht. Und es war ja wirklich vorbei, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass die Sendung wirklich irgendwann einmal ganz aus ist. Hatten Sie damals, als Sie jetzt das selber moderiert hatten, ein Gespür dafür bei manchen Liedern, das wird ein Hit und das nicht? Kriegt man das so mit oder war man bei manchen Songs auch überrascht, wie erfolgreich die sind? Herr Schlesing, das kriegt man schon mit. Aber man sagt es natürlich nicht. Ich habe das nie laut gesagt. Ich habe immer gesagt, das wird bestimmt keiner. Aber das merkst du automatisch irgendwann, hast du dafür ein Gespür. Sie haben viele Kollegen, viele Interpreten jahrelang begleitet. Wolfgang Petri hat sich auch bei Ihnen verabschiedet von der großen Bühne. Hätten Sie bei dem zum Beispiel je daran gedacht, dass der am Ende jetzt letztes Jahr nochmal wieder ein Album rausbringt? Ja, der war viel zu süchtig nach Bühne und nach alledem, was da passiert. Dass der irgendwann wiederkommt, war mir völlig klar. Tatsächlich, ja. Gibt es andere Karrieren, wo Sie sagen, die beeindrucken Sie? Also Roland Kaiser zum Beispiel, der hat ja auch wahnsinnig nach seiner Krankheit, der ist jetzt ja fast präsenter als vorher. Die viele Schlagersänger gibt es einfach immer noch. Gibt es so ein paar Kollegen, wo Sie sagen, die finden Sie auch selber richtig toll? Ach Gott, da sind viele dabei. Ich müsste jetzt wahnsinnig überlegen, wer ist besser als der andere. Sie waren eigentlich alle, die Spitzenleute, waren sich eigentlich alle ziemlich ähnlich. Ob das ein Klüver oder ein Carpendale oder ein Wolfgang Petri waren, das gibt viele, die doch sehr ähnlich waren von dem Verhalten her. Kann man denn sagen, je erfolgreicher, desto netter? Also nett waren sie eigentlich alle, muss ich sagen. Da war kein Spinner dabei. Und wenn sich einer auftat, haben wir den sehr schnell gemeinsam wieder in die Schranken gebracht. Haben gesagt, Junge, jetzt fängst du an zu spinnen und bleib mal auf dem Teppich. Das ging eigentlich ganz gut und ganz normal. Und das war auch normal. Es gibt ja keinen Grund, um zu spinnen. Entweder hast du Erfolg oder du hast keinen. Meinen Sie, dass man die Sendung irgendwann nochmal aufleben lassen kann? Oder ist das einfach in Zeiten des Internets nicht mehr zeitgemäß? Weil Schlager sind jetzt ja auch durch Helene Fischer und so, die sind ja wieder vollkommen da. Die waren ja nie weg, aber jetzt sind sie aktuell ja mehr denn je da. Auch Partyschlager wie Mickey Krause oder so. Meinen Sie, das kann man alles mal so wieder aufleben lassen? Ich glaube, das kann man, ja. Das glaube ich schon. Man muss es vernünftig machen. Und es hat auch keinen Zweck zu sagen, jetzt mache ich mal eine Sendung, die so ähnlich ist wie die vom Heck. Das gilt nicht. Entweder sagst du, es macht Heck, oder du musst eine andere Form finden. So ähnlich geht nicht. Es geht eben nur, dass man sagt, wir machen das so.
Ja, wobei gerade die Öffentlich-Rechtlichen machen ja kaum noch was so. Die haben es ja geschafft, den Musikantenstadel komplett zu demontieren. Ich hatte mit Andy Borg letztes Jahr gesprochen. Ja, es war wahnsinnig erfolgreich. Er wurde auch zum Schluss sehr schroff abgefertigt. Und das Ergebnis war im Prinzip vorherzusehen, dass das so scheitert. Wie sehen Sie das Ganze, diese Entwicklung, auch wie man... So kann man mit Menschen nicht umgehen, wie das da passiert ist. Da gibt's gar nichts. Haben Sie denn auch derartige Erfahrungen machen müssen, als es hieß irgendwann... Nee, okay. Gott sei Dank nicht. Gott sei also Dank Sie nicht. Waren dann selber imstande zu sagen, so, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Jetzt habe ich gesagt, dann ist es jetzt genug. Jetzt lassen wir es mal sein und jetzt machen wir es andere. Ich hätte damals nur ernsthaft sagen müssen, und wer es macht, das entscheide ich mit. Ich habe damals gesagt, das macht alles ihr, das ZDF. Und ihr entscheidet, wer da kommt. Und das hätte ich nicht machen dürfen. Da hätte ich sagen müssen, nein, ich entscheide mit, wer da kommt. Und wer es macht. Ja, natürlich, weil also gerade die Hitparade war ja ihr Baby. Wenn das dann derart, Sie scheinen ja auch mit dem Viktor Worms nicht wirklich zufrieden gewesen zu sein, wenn ich das mal so raushöre hier. Haben Sie mit dem jemals darüber gesprochen? Nee, das ging ja hinterher nicht mehr. Da waren die ja alle sowas von über dem Berg und schwebten irgendwo schon auf hohen Wellen und hatten eigentlich noch gar keinen Erfolg. Sie haben für das ZDF dann noch viele, viele Jahre tolle Sendungen weiter moderiert und 2007 dann aufgehört. War das das Alter, war es der Sender oder wie kam das, dass Sie gesagt haben, so jetzt reicht's? Weil man hat ja danach, Sie haben noch Gastrollen gespielt, aber die große Showbühne nie wieder betreten. Ja, da musst du irgendwann dich entscheiden und sagen, jetzt ist Schluss. Und das musst du selber sagen und auch selber fühlen. Und sagen, jetzt traue ich dem auch nicht mehr nach. Jetzt ist es passiert. Jetzt machst du es nicht mehr. Und das habe ich damals getan. Und nie bereut? Nee, muss ich ehrlich sagen. Es geht mir heute, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und wenn Sie mich sehen würden, dann würden Sie sagen, der sieht genau aus wie damals. Ja, zumindest klingen Sie auch so. Sie hatten ja noch auch alle andere tolle Kultsendungen, die Pyramide, lange gemacht, wirklich lange. Na, die Pyramide war eine tolle Sendung. Die habe ich gerne gemacht, eine fantastische Sendung. Wurde auch oft wiederholt, weil jede Sendung auch total witzig ist. Der Kontakt zu Herrn Heindl war natürlich legendär. Die ganze Sendung war unglaublich lustig. Ja. Die kann man so immer und immer wiederholen. Haben Sie das geahnt, als das losging, 78, dass diese Show, diese Art Game Show, ja, so langlebig auch sein wird? Nee, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist ja wirklich unglaublich gewesen, wie lange es die Sendung gegeben hat. Aber die war auch toll gemacht. Die hatte absolut einen Charme, das gibt's gar nicht. Ja, das stimmt. Hatten Sie die Neuauflage mit Mickey Beisenherz mitbekommen vor 2-3 Jahren? Ja, den habe ich mal kennengelernt. Und der erzählte mir schon, dass er jetzt meine Sendung macht. Ich sage, welche Sendung machen Sie denn? Ja, Ihre Pyramide mache ich. Also, das ist ja toll. Ja, die wird, also besser als die jemals war. Das ist eine ganz andere Sendung. Das ist eine gute Entscheidung, die Sie da treffen. Und das war dann ja auch so. Das war plötzlich, der hatte das Tempo und die Eigenheit nicht. Die musst du bei der Sendung haben. Ja, ich habe sowieso den Eindruck, gerade in den 70er, 80er oder auch 90er Jahren, da lebte solche Sendungen, lebten durch den Moderator. Das ist heute nicht mehr so. Es wirkt alles sehr, sehr austauschbar. Diese Charakterköpfe sind nicht mehr da. Ja, die sind schon noch da. Also wenn ich dann denke zum Beispiel an den sehr guten, wie heißt der von der ARD, wen haben Sie den Namen schon mal genannt? Ja, Jörg ist doch ein toller Mann, den finde ich fantastisch. Den finde ich richtig gut. Wie fanden Sie Stefan Raab? Ja, Stefan ist ein ganz anderer Typ. Stefan hat also ja eigentlich immer gegen seine eigene Sendung geredet. Und das war auch witzig, aber nicht gut. Schauen Sie noch viel deutsches Fernsehen? Ja, natürlich. Ich habe hier deutsches Fernsehen. Hier. Und was schauen Sie da so? Ich schalte ein und habe deutsches Fernsehen, wie in Hamburg oder in Van Eyckel. Und was schauen Sie sich da an? Ich bin ein Krimi-Liebhaber. Sie haben jetzt vor ein paar Jahren eine Biografie veröffentlicht, wo man ganz, ganz toll ihr ganzes Leben, auch die Nachkriegszeit und so weiter, war Ihnen das wichtig, dass Sie das alles mal so zu Papier bringen? Was für Reaktionen haben Sie darauf damals bekommen? Oh Gott, Herr Schlichting, da bin ich überfragt. Das fällt mir jetzt nicht ein. Was war da für eine Reaktion? Ich kann es nicht sagen. Was interessant war die Formulierung,
Dieter Thomas Heck ist einer der letzten Allrounder der deutschen Fernsehunterhaltung. Das ist eigentlich auch ein tolles Kompliment, weil sie das ja auch wirklich waren. Ne? Sie konnten singen, sie konnten moderieren, sie haben jede Sendung wirklich, wirklich gelebt. Ja, aber das halte ich für selbstverständlich für einen Moderator, der eine Showsendung macht. Der muss das können. Ja, Moment, Augenblick, ja. Nee, habe ich nicht. Nee, das war unsere Mitarbeiterin, die fragte, ob ich gerufen hätte. Habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Nee, aber also mir geht's blendend. Ja, klingt auch so. Haben Sie eigentlich noch viel Kontakt mit alten Weggefährten? Also ich meine, die Schlagerstars sind ja fast alle noch da. Gut, ein paar ab und zu sterben natürlich immer Menschen. Aber haben Sie noch viel Kontakt zu alten Freunden, weil es wirkt... Also was zum Beispiel mir fehlt, ist, dass mein Freund Bernd Klüver nicht mehr da ist. Wir waren sehr eng befreundet, haben uns immer wieder gesehen. Er war auf Mallorca, kam dann zu uns rüber aufs Festland und war ein paar Tage bei uns. Dann war ich bei ihm mal. Das war so eine ganz enge Freundschaft. Aber davon gibt es eigentlich natürlich immer weniger, das ist logisch. Mhm. Howard hat ganz andere Ideen, wie heißt er denn? Ach Gott, sag mal, bin ich denn verrückt geworden? Wie heißt er? Das wäre der Roland Kaiser. Ja. Ist dasselbe. Ist auch jemand, der, den ich gerne wieder sehen würde zwischendurch. Aber der ist ständig unterwegs. Der hat gar keine Zeit. Und Markus genauso. Und ein Graves ebenfalls. Das sind alles Leute, die ich sehr mag und sehr schätze. Roland Kaiser hat ja auch vor allen Dingen jedes Jahr in Dresden sein großes Event. Der ist ja wirklich, der hat gerade ein neues Album. Da müsste ich mal hinfahren. Ja. Aber das ist auch, wenn du hier unten bist, sagst du, oh, das Wetter, und dann guckst du auf den Plan und siehst in Leipzig oder wo auch Dresden, immer, oder in Dresden, wo ist. Da ist ein furchtbares Wetter, und dann sagst du, da willst du hinfahren? Nee. Warum das denn? Nur um ein Konzert zu sehen. Den hast du so oft gesehen. Du kennst jeden Titel, den er singt. Also fährst du nur hin, um hinterher ein Bier zu trinken. Und das wird logischerweise schwierig, denn er ist kaputt, er ist fertig nach einer Sendung, nach einer Veranstaltung und sagt, ein Bier noch und dann bin ich im Bett. Ja, und dafür fährst du dann nach Leipzig, oder nach Dresden. Wie oft sind Sie denn überhaupt noch in Deutschland? Ja, gut, relativ oft. Aber ich hänge sie jedes Mal an die große Glocke und sage, Achtung, jetzt kommt Heck nach Deutschland. Sondern das ist irgendwann, jetzt fahren wir irgendwann am 25. habe ich einen Grund, um darüber zu fahren. Ich weiß gar nicht warum, das hat meine Frau mir vorhin erzählt. Da fahren wir dann, und wir sagen, gut, dann fahren wir da. Ja, fährst du mit mir oder fliegst du? Ich sage, ich fliege am liebsten, aber ich fahre dir auch gern zurück. Was hören Sie eigentlich privat für Musik? Sehr viel Klassik. War das immer schon so, dass Sie das so ein bisschen getrennt haben? Also, da komme ich ja her. Ich habe ja mal Klassik studiert. Ich war ja mal in der Klassikbranche. Was meinen Sie, warum der Schlager zwischenzeitlich so einen schlechten Ruf hat und jetzt wieder voll angesagt ist, auch bei der Jugend? Ja, das liegt natürlich zum Beispiel an Leuten, die dahinter stehen, wie zum Beispiel Helene ist ein bildhübsches Mädchen und einen ungeheuren Ausdruck in der Stimme. Das merkst du einmal, das hörst du. Und das überträgt sich natürlich auf das Publikum. Ja, das stimmt. Herr Schlichting, ja, müssen wir Schluss machen. Dann sind wir jetzt durch. Wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich danke Ihnen herzlich, dass wir miteinander sprechen durften. Ja, gerne. Ja, das war Dieter Thomas Heck, Mr. ZDF Hitparade am Sprechplanet-Telefon. Ich hoffe, man hat alles verstehen können. Wir hatten zeitweise 1-2 Sekunden Zeitversatz drin, ins spanische Handynetz zu telefonieren. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, ob das so funktioniert. Auch qualitativ, ob man wirklich alles gut hören kann. Aber das auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Das war wirklich eine Erfahrung. Also Dieter Thomas Heck, ich meine, hallo, das hier am Sprechplanet-Telefon. Dieter Thomas Heck. Wenn das kein Grund ist, dieses Format weiterzumachen, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir waren ja am Überlegen, ob wir das jetzt einstellen, das Ganze. Habe mich im Prinzip schon so ein bisschen verabschiedet von dem Podcast an sich. Aber dann trudelte hier eine Zusage von Dieter Thomas Heck ein.
Und dann fragt man sich natürlich, was macht man jetzt? Ne? Hört man jetzt auf mit Sprechplanet oder macht man das noch? Und ich muss sagen, das macht man noch. Und man nimmt das sogar als Anlass zu sagen, ja, eigentlich macht das Ganze doch ganz schön viel Spaß. Und deswegen machen wir nächste Woche einfach einen weiteren Sprechplanet, dann mit der Schauspielerin Anne-Linde Gerstel. Wer sie nicht kennt, der mal, möge sie mal googeln. Das ist bei Schauspielern ja, wenn sie nicht gerade Uschi Glas heißen, manchmal so, dass man das Gesicht eher kennt als den Namen. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch. Eine gestandene deutsche Schauspielerin, auch wieder so ein Kaliber, würde ich fast schon sagen. Und deswegen auch da freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche geht's hier weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, das war der Sprechplanet von und mit Julian Schlichting. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.